Herzlich willkommen zurück bei Memoria im Land Aventuriens, wo wir immer noch versuchen, die Maske wieder an uns zu reißen. Doch der Erzadept, dieser verdammte Lux, will sie uns nicht geben. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir können natürlich nochmal hier mit allen Gegenständen interagieren und damit erfahren, was der Erzadept so dazu denkt. Denn das wird relativ wichtig sein für die Visionen. Ihr müsst immer bedenken, ich habe manchmal, weiß nicht, ein paar Tage zwischen den Aufnahmen, zwischen meinen Sessions, und dann vergisst man sowas schon mal. Deshalb gehe ich das jetzt auch nochmal durch kurz. Die Steintafel ist kaputt. Erinnert mich nicht daran. Ich bin gestolpert und nun ist sie ruiniert. Wenn ich nur daran denke, vergeht mir sofort die Lust am Leben. Also die Steintafel ist auf jeden Fall eine Sache, die negativ besetzt ist. Was hat es hiermit auf sich? Das ist ein Schleifstein. Nichts besonders Schönes, nichts besonders Schlechtes. Er ist einfach nur Mittel zum Zweck. Das Mittel zum Zweck wird uns vielleicht auch früher oder später helfen. Du machst wohl häufig sauber. Ja, und ich hasse es. Ich hasse diesen Besen. Na, da haben wir doch schon mal zwei Sachen, die negativ sind. Das könnten wir ja mal mit der Sphäre verbinden und mal ausprobieren, ob das schon langt, dass er die Arbeit an der Sphäre einstellt. Und vielleicht geht er dann von dem Apparat weg. So, da blinken die Augen des Stabes und wir können eine Vision schicken. Die Tafel, den Besen und die Sphäre. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich will die Arbeit an der Sphäre abbrechen, aber noch gibt es keine gute Alternative. Aha, verstehe. So ein Arbeitstier, der Erzadept. Na gut, dann müssen wir wohl erstmal gucken, was alles an positiven Sachen gibt. Der Tee muss ja bestimmt positiv sein. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Erze auch positiv besetzt waren. Was sind das für Steine? Spart euch eure Arroganz. Das sind Erze. Für mich sehr kostbar und wichtig. Eben. Also positiv besetzt. Und der Tee, wie kann es anders sein, ist natürlich ist auch positiv besetzt. Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Ah, das Aroma vom Fühl-Dich-Gut-Tee, und zwar die Winter-Edition. So, also die negative Vision haben wir ja schon geschickt. Jetzt müssten wir noch die positive Vision schicken. Und zwar die Erze. Der Tee. Und eigentlich würde ich ja jetzt sagen, er soll sich mit dem Besen beschäftigen, aber ich glaube, wir werden die Maske nehmen müssen. Ah, wie abstoßend. Wie kann etwas so Schönes nur so negative Gefühle wachrufen? Zeit, mich etwas Schönerem zu widmen. Da siehst du mal. Das ist es also. Gibt es etwas Neues? Die Maske ist ein Speicher. Sie speichert Erinnerungen. Ja, indem sie einem die eigenen aussaugt. Ja, das auch. Aber das ist banal. Viel faszinierender ist, dass sie alles speichert, was um sie herum geschieht. Es ist, als würde sie die Welt im Stillen beobachten und sich alles merken. Wenn es uns gelingen würde, ihre Wirkung umzukehren, könnten wir auf ein gigantisches Archiv vergangener Zeiten zurückgreifen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Tja, da siehst du mal, die Maskenmagie umkehren, das heißt also selbst an die Erinnerung kommen. Wie lässt sich die Magie der Maske umkehren? So etwas braucht Zeit. Ich würde versuchen, eine Abart eines Reversales in einen Edelstein einzuweben und diesen dann an der Maske befestigen. Wenn anschließend der Spruch im Inneren der Maske rezitiert wird, sollte sie ihre gegenteilige Wirkung entfalten. Statt den Träger leer zu saugen, würde sie beginnen, ihm einst gespeicherte Erinnerungen zu übertragen. Na, dann würde ich doch mal sagen, soll er das machen? Do it! Vielleicht können wir damit ja einiges an interessanten Informationen herausfinden. Ich will, dass ihr die Wirkung der Maske umkehrt. Das braucht Zeit. Außerdem fehlt mir dazu ein passender Edelstein. Tja, dann ist wohl unsere nächste Aufgabe, einen Edelstein zu finden. Und
Das könnte natürlich sein, dass wir einen dabei haben. Aber das ist ja Familienerbstück. Das wird die doch niemals hergeben wollen, glaube ich. Nehmt diesen Rubin hier, webt den Umkehrspruch hinein und kehrt die Wirkung der Maske um. Ich sagte doch, so schnell geht das nicht. Ich muss die Beschaffenheit des Steins erst prüfen. Gegebenenfalls nachschleifen. Dafür haben wir keine Zeit. Ich will wissen, was die Maske weiß. Den Forscher unter Druck setzen oder freundlich bitten? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht, wie wir mit diesem jungen Herrn umspringen sollen. Ob wir ihm nochmal Visionen schicken können? Ich versuch's mal mit unter Druck setzen. Tut, was ich euch sage. Ein solcher Eingriff ist gefährlich. Ich brauche alles, was ich kriegen kann, um in der Gurt zu überleben. Es geht hier um mein Leben. Also macht. Ihr werdet gleich nun entweder sehr dumm oder sehr schlau sein. Fdan, Fasgadan, Esplaste, Quatan, Humorillo, Gras, Ferel, Goran, Hilbemutir, Gerul, Felan, Huntir, Quatan, Feluntir, Sudan. Und jetzt bitte nochmal wiederholen den Spruch. Hey, könnt ihr mich hören? Ich hatte eine Vision. Eine fremde Erinnerung? Es hat also doch funktioniert. Also doch? Ihr habt großes Glück, dass ihr noch sprechen könnt. Welches Wissen habt ihr noch? Habt ihr neue Fähigkeiten gelernt? Wenn ja, zeigt es mir. Haben wir neue Fähigkeiten gelernt? Das sieht sehr danach aus. Und zwar ohne Berührung des Stabes. Aktivieren und deaktivieren. Na dann würde ich mal sagen, das Feuer hier. Zeig, oder so. Was dich die Erinnerungen in der Maske gelehrt haben. Ich glaube nur, was ich sehe. Oh, oder vielleicht können wir das hier deaktivieren? Ihr fordert meine Geduld heraus. Was können wir denn noch deaktivieren? Die Feuersachen waren auch das, was man deaktivieren kann. Aktivieren, deaktivieren. Den Erzadepten selber? Den magischen Apparat aktivieren. Ihr könnt zaubern? Ich erinnere mich nur an diesen einen Zauber. Nein, wartet. Da ist noch mehr. Je häufiger ihr auf Erinnerungen in der Maske zurückgreift, desto mehr Erinnerungen werden euch zugänglich sein. Nehmt die Maske ab. Erinnert ihr euch noch immer? Nein. Die Zauber sind weg. Wie ich es mir dachte. Die Wirkung ist nur aktiv, solange ihr die Maske tragt. Setzt sie wieder auf und wirkt den zweiten Zauber. Das heißt also, die Maske funktioniert jetzt eigentlich so wie der Zauberstab. Zumindest was die Zauber anbelangt. Was haben wir jetzt? Visionen können wir schicken. Na dann, was schicken wir ihm denn? Und wozu? Mach Tee, Sklave. Ach so. Was können wir denn noch machen? Erze. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwas Sinnvolles damit machen können. Hört auf, mit meinen Gedanken zu spielen. Lasst mich nun nur noch eines versuchen. Nehmt den Rubin ab und setzt sie wieder auf. Na? Mensch, das hat ihr hinterm Rücken gemacht. Könnt ihr noch immer zaubern? Ja. Ich erinnere mich an mehr und mehr. Ha! Ich bin brillant! Wenn der Rubin einmal eine Verbindung zwischen Träger und Maske hergestellt hat, bleibt sie auch ohne Stein bestehen. Das reicht nun. Gebt mir die Maske und ihr könnt gehen. Von wegen? Die gebe ich doch nicht wieder. Haha! Guckt an, wir haben noch einen Zauber. Den wollt ihr bestimmt auch, ob die jetzt so mächtig ist, dass sie auch, den Erzadepten versteinern kann? Ja! Oh. Der ist ja klein geworden. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gesteinsart er jemanden verwandelt. Das scheint auch ganz so zu sein. Sollen wir den mitnehmen? Den Forscher?
Wir könnten einen Forscher in der Hosentasche mitnehmen. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau in Welt. Ja, das verstehen wir ja. Haben wir schon gehabt. Witzigerweise gab es ja beim Hexer im zweiten Spiel auch dieses in Stein, in so eine kleine Steinstatue verwandelt. Das scheint aber sehr schmerzhaft gewesen zu sein damals. Können wir jetzt den Stab mitnehmen? Ja, das ist wahr. Wieso kann ich den denn nicht mitnehmen? Man hat ihn an den Tisch gekettet. Ach so. Und die Maske könnte ich jetzt aufsetzen? Sie entzieht Menschen ihre Das macht mir... Ich werde sie erst wieder aufsetzen, wenn ich diese drei Kammern gefunden habe. Ah, verstehe. Das heißt, wir sind ab jetzt wieder auf der Suche nach den Kammern. Nur, dass tatsächlich der Stab in keinster Weise mitzunehmen ist, wundert mich jetzt dann doch. Was passiert, wenn wir den Rubin mit dem Stab verwenden? Passiert gar nichts. Wir können die Sphäre vielleicht noch mitnehmen. Wir nehmen ja was alles mit. Was auch immer sich damit anstellen lässt. Was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, das Steingesicht hätte ich ja beinahe vergessen. Was ist los? Was willst du? Grimpelgrill will er. Ist doch ganz klar. Das Gesicht reagiert auf die seltsame Kugel. What? Das ist ein Elementargeist, würde ich sagen. Solange ich die Kugel besitze, scheint er mir folgen zu wollen. Interessant. Da haben wir endlich die Möglichkeit gefunden, wie wir die verschiedenen Elemente oder Elementargeister mitnehmen können. Deshalb gehe ich jetzt auch direkt hier unten wieder rein und werde mal mit der Kugel zu diesem hier, zu dieser Laterne gehen. Denn da ist, glaube ich, noch ein Feuergeist am Werk. Geist des Feuers, gehe mit mir. Ja, Wollinger. Schöne Animation. Der Drache des Feuers. Und hinfort. Hervorragend. So, der Geist... Was haben wir denn noch für Geister? Der Humusgeist, der müsste eigentlich auf dem Dach sein irgendwo. Der schläft ja hier, soweit ich weiß. Den nehmen wir jetzt auch mit. Kann die Adepte noch so rumjammern, wie sie will. Wo gehst du Yalla. Hin? Komm heraus. Yalla, yalla. Der Erdgeist scheint einen Bart zu haben und Hörner. Sehr sympathisch. Außerdem haben wir auch noch... jetzt muss ich mal überlegen, wo wir hin müssen. Nein, die Ratshalle nicht. Zur Haupthalle vielleicht. Hier! Das ist doch auch noch ein Geist, würde ich denken. Ich muss einmal ganz kurz husten. Meine Erkältung ist nämlich immer noch nicht ganz weg. Deshalb muss ich hin und wieder mal ganz kurz auf Pause gehen und husten. Damit das nicht in die Aufnahme reinkommt. Geister des Wassers, erhebt euch! So, jetzt haben wir Wasser, Erde, Feuer und Stein. Die Animationen gefallen mir echt ganz gut hier. Die Partikelsysteme, die sie hier animiert haben, sehr nett gemacht. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Das Eis vielleicht? Gibt es bei dem Eis auch noch in der Bibliothek eine Möglichkeit, obwohl das ja auch eigentlich Wasser ist, ne? Komm! Vielleicht ist das der Geist der Erotik, der hier noch mitkommen kann. Wesen des Eises, zeigt euch. Keine Antwort. Tja, das Wesen des Eises. Also einen haben wir ja schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 brauchen wir insgesamt. Das Wesen des Eises fehlt uns noch. Vielleicht gehen wir mal zu den Kleinen hier. Ah ne, die sind keine, haben keine Interaktion.
Fehlt uns denn jetzt noch einer oder haben wir jetzt alle? Ach hier, Erzgeist, Feuergeist, Humusgeist, Wassergeist. Also es fehlt tatsächlich noch der Eisgeist, wenn ich das richtig sehe. Wieso kommt der nicht? Was ist denn mit der Aussparung? Können wir da vielleicht was mitnehmen? Glaube ich eigentlich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich will hier nichts unversucht lassen. Das bringt mich nicht weiter. Ja, das habe ich schon befürchtet. Hier ist eine merkwürdige... So, zurück. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal 4 Geister. Jetzt könnte man natürlich mal... Oh nein, da wollte ich nicht hin. Jetzt könnten wir natürlich mal zurückgehen zu dem... Wo war denn das eigentlich? Das ist schon so lange her, dass ich das hier wieder angeguckt habe, dass ich unsicher bin. Ach so, ja, genau. Nee, ich weiß wieder, wo wir hin müssen. Was denn eigentlich hier mit dem Observatorium? Ob sich hier auch noch irgendwie ein Geist versteckt? Der Geist des illegalen Zuhörens zum Beispiel. Nee, ich glaube, hier ist nichts. So, wo ist denn... Wo komme ich denn jetzt nochmal zu dieser verdammten... Es war auf dem Dach natürlich, genau. Auf dem Dach und dann hier runter. Das war das Hinuntersehen. Und hier haben wir unser Sechseck. Mal gucken, ob wir jetzt schon die anderen Geister hinzufügen können. Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Ach so, nee, ich muss ja nicht mit dem, sondern den Erzgeist wahrscheinlich hier hinpacken. Oh, und wir müssen wahrscheinlich hier auch die richtige Reihenfolge einhalten. Das heißt, das bringt mir jetzt noch gar nichts. Ich muss erstmal herausfinden, inwieweit diese... dieses Sechseck bestückt werden muss. Und das kann ich nur, indem ich in die Ratshalle gehe und mir dort das Ganze anschaue. Ich glaube fast, ich werde mir da irgendwie eine Art Notiz anlegen müssen. Denn wer kann sich denn das alles merken hier? So, ich werde mir mal ganz kurz ein kleines Notizblatt zulegen und hier das Ding abzeichnen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück. Ich bin nochmal in die Bibliothek gegangen, weil ich mir hier die verschiedenen Symbole nochmal angehört habe, was was ist. Und jetzt habe ich hier eine kleine Map mir aufgezeichnet mit Luft, Eis, Wasser, Erz, Humus und Feuer. Das heißt, wir haben eigentlich alle Geister. Der Luftgeist ist ja schon dort, bis auf das Eis. Und in der Statue ist er nicht. Also, das Einzige, was sich hier immer bewegt, sind die Bücher. Vielleicht ist das hier auch ein Geist. Man kann das auch anwählen. Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis in alle Ewigkeit. Das ist schon relativ, muss ich sagen, advanced hier, dieses Rätsel. Insgesamt. Komm heraus, wer auch immer du bist. Weil hier so viel in Metaphern gesprochen wird und plopp. Da ist er! Der Eisgeist. So, wir haben alle, wir sind Elementaristen geworden und wir haben alle unsere Elementargeister. Damit können wir jetzt schön nach draußen. Oh, nach draußen, so rum. Lass mich nach draußen! Das gibt's doch gar nicht. Hier, nach draußen. Endlich haben wir den Hotspot erreicht. Und hinauf aufs Dach. Und dann können wir mal mein Kärtchen, was ich gemalt habe, sieht wunderschön aus, anwenden. Und die richtige Reihenfolge der Elementargeister anwählen. Wir haben hier Luft, dann käme jetzt hier der Eisgeist. So.
Dann haben wir Wasser. Dann haben wir Erz. Wie das schön leuchtet. Und der Prinz bekommt von alledem gar nichts mit. In einer selbstherrlichen Meditation versunken ist er. Und der letzte Geist, der Feuergeist. Das Siegel! Wir haben endlich das Siegel. Ich glaube es ja nicht. Das ist eindeutig eines der Siegel, von denen Ariarchos sprach. Wenn ich alle drei breche, zeigt sich mir der Weg in diesen Garten. Wenn ich alle drei breche? Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ach, dieses Rätsel, dieser Abschnitt in Memoria ist wirklich nicht von einfältigen Eltern. Nun ja, wir haben relativ viel erreicht. Wir müssen jetzt drei Siegel brechen und ich nehme mal an, eines davon ist auf jeden Fall unten in der Ratshalle. Hier. Und wie wir dieses Siegel brechen werden, tja, das wird wahrscheinlich die Maske irgendwie, könnte ich mir vorstellen, dass es die Maske in irgendeiner Form uns weiterbringt. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.